Zu 32 Mal von einem Vogel oder von einem Fisch angebissen. So in 20, 25 cm Tiefe. Und der Wattwurm, der liegt immer mit der Schnauze zum Loch hin. Denn die Löcher, die hier überall sind im Boden, das sind die Fraßtrichter vom Wattwurm. Und er ist doch unten immer ein bisschen in Bewegung. Und dadurch, dass er immer in Bewegung ist, hat er ja immer einen gewissen Wasserstrom in seinem Bauch. Der kann dich überhaupt nicht finden. Nee. Habt ihr schon einen? Ja. Ja.